Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mal aus einer etwas anderen Perspektive. Die einen oder anderen werden diese Perspektive oder eine ähnliche Perspektive aus meinen Streams kennen. Ich wollte heute mal über was anderes mit euch sprechen. Und zwar ist Mittwoch, der 5.2. Und heute ging ein Bild durch die sozialen Medien und ein Video. Da weiß ich gar nicht, was ich zu sagen soll. Aber am besten fangen wir mal ganz vorne an. Also ihr wisst, die Landwirte gehen ja aktuell auf die Straße und demonstrieren mit ihren Traktoren in den Städten etc. etc. Und das tun sie nicht, weil sie einfach Spaß dran haben, in der Gegend rumzufahren. Das sind keine jugendlichen Halbstarke, sondern sie tun das, weil sie endlich gehört werden wollen, weil sie endlich wollen, dass die Politik ihnen zuhört und dass endlich mal etwas passiert. Ja? Und nicht immer nur Gesetze über die Köpfe von den Landwirten hinweg entschieden werden. Und letztendlich dann etwas dabei rauskommt, was fernab jeglicher Praxis ist, was nicht in der Praxis kaum bis gar nicht umsetzbar ist, oder sogar Gesetze, die von Jahr zu Jahr schärfer werden, ohne überhaupt zu gucken oder darauf zu schauen, ob das vorherige Gesetz aus dem Vorjahr oder von vor 2 Jahren überhaupt eine Veränderung bewirkt hat oder nicht. Sondern da kommt ein Gesetz nach dem anderen und das macht langsam echt keinen Spaß mehr. Und genau deshalb gehen die Landwirte auf die Straße. Auf jeden Fall war es dann neulich so weit, dass die Politik angefangen hat, uns Landwirten endlich zuzuhören. Es wurde sich mit diversen Vertretern von verschiedenen Parteien, von verschiedenen Seiten getroffen, über die aktuelle Politik, über die aktuellen Gesetze gesprochen und was kann man tun, um es den Landwirten einfacher zu machen, aber auch dafür zu sorgen, dass das Ganze klimaschonend und nachhaltig passiert. Und bei dem Gespräch sind, so wie man gehört hat, echt gute Ergebnisse bei rausgekommen und alle waren eigentlich zufrieden damit. Dann sollte ein Gespräch, im Nachgang ein Gespräch stattfinden mit dem Lebensmitteleinzelhandel, was auch diese Woche stattfand und wo unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel wirklich mit denen gesprochen, mit den Vertretern von den großen Märkten, ja, Edeka, Rewe, Netto, keine Ahnung, wer da alles dabei war, auf jeden Fall mit den großen Konzernen aus dem Lebensmitteleinzelhandel gesprochen hat und denen gesagt hat, Leute, wir müssen aufhören mit Price Dumping, das kann so nicht weitergehen, die Landwirte müssen endlich wieder Geld verdienen mit dem, was sie da produzieren. Und obendrauf kam noch, und ich kann das auch verstehen, wenn die ganzen Demos weitergehen, denn letztendlich lief es ja auch darauf hinaus, dass die Landwirte gefordert haben, faire Erzeugerpreise und eine fachliche, auf Fakten basierte Politik und auf Fakten basierende Gesetze. Und anscheinend hat die Politik sich überlegt, die wollen mehr Geld. Ja gut, dann geben wir denen mehr Geld. Also zack, war die Bauernmilliarde beschlossen und die ganzen Landwirte fühlten sich einfach wie vor den Kopf gestoßen. Und ich kann die Aufregung von vielen verstehen. Ja, wir wollen nicht mehr Geld. Bei der Demo in Berlin, Julia Klöckner, die Landwirtschaftsministerin, hat sich vorhin hingestellt und hat gesagt, ja, wir wollen euch mehr Geld zur Verfügung stellen, wir wollen noch mehr subventionieren. Und sie ist ausgepfiffen worden dafür. Was ich auch verstehen kann, weil wir wollen nicht noch mehr Almosen, noch mehr Subventionen, noch mehr Geld. Ja? Wir wollen einfach nur fair bezahlt werden für die Arbeit, die alle Landwirte, seien es die Nebenerwerbslandwirte, die Vollerwerbslandwirte, sei es der Milchbauer, der Ackerbauer, der Gemüsebauer, egal. Jeder möchte einfach für das, was er produziert, fair entlohnt werden. Und ja, die Regierung beschließt einfach mal, die sogenannte Bauernmilliarde wurde ja in einigen Zeitungen tituliert. Ich kann mir nur so vorstellen, dass das bei der Politik ungefähr so ablief. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Regierung schickt mich, ich soll mit Ihnen über Ihre Wünsche und Forderungen sprechen. Na, dann schießen Sie mal los, wo drückt der Schuh? Naja, eigentlich wollen wir in erster Linie erstmal faire Erzeugerpreise, damit wir von dem, was wir produzieren, auch leben können und eine bessere, fachlich korrekte und auf Fakten basierende Politik. Ach so, Sie wollen mehr Geld.
Nein, wir möchten einfach nur faire Preise für das, was wir produzieren, sodass wir vielleicht eventuell in Zukunft nicht mehr abhängig sind von Subventionen, sondern dass wir uns unseren Betrieb und unsere Familie selbst ernähren können von dem, was wir produzieren. Ja, also doch mehr Geld. Nun vergessen Sie doch mal das Geld. Es geht doch schließlich auch um mehr. Es geht schließlich auch darum, dass wir Gesetze bekommen, die auf Fakten basieren und dass, für, wenn ein neues Gesetz rauskommt, erstmal abgewartet wird, ob diese Wirkung zeigt oder nicht. Na gut, damit ist das beschlossene Sache. 1 Milliarde als Subvention an Sie. Ich hoffe, Sie sind alle zufrieden. Auf Wiedersehen. Hallo? Halt, jetzt laufen Sie doch nicht weg. Aber als wäre das nicht schon genug Grund zur Aufregung. Ende Januar setzte Edeka noch einen obendrauf mit einer Werbeplakataktion, wo drauf stand, dass Lebensmittel nur einen Preis verdienen, und zwar den niedrigsten. Jo, wir müssen weg von Dumpingpreisen und Edeka kommt mit so einer Werbekampagne um die Ecke. Ey, sorry, das geht gar nicht. Ja, also wer sich das, ich hoffe, der Verantwortliche in der Werbeagentur, weil solche, so großen Konzerne machen, planen solche Werbedinge doch meistens nicht selbst, sondern die haben dafür irgendeine große Agentur, die das für sie plant. Ich hoffe, der Verantwortliche ist in der Werbeagentur, der ist rausgeflogen, weil anders kann ich normal als Unternehmen, was verantwortungsbewusst handeln will, anders kann ich damit eigentlich nicht umgehen. Ja, ich wünsche niemandem was Schlechtes, aber der Verantwortliche dafür, ne, da fehlen einem die Worte für. Da fehlen einem echt die Worte. Und jetzt ist das Ganze eigentlich so, und die vielen Landwirte und die ganzen Vertreter, auch von Landschaft, Verbindung und so weiter, haben diesen Schock jetzt so langsam etwas verdaut. Ja, und sag ich mal, alles, man hatte das Gefühl, es geht wieder alles seinen geregelten Gang und es tut sich was, es ist ein bisschen was in Bewegung. Wie gesagt, das Gespräch mit dem Lebensmitteleinzelhandel sollte ja noch kommen mit der Kanzlerin, und es hatte sich alles eigentlich ziemlich beruhigt und alle haben hoffnungsvoll drauf gewartet, was da jetzt kommt, was da bei dem Gespräch rauskommt, was jetzt einfach passiert. 2 Tage, ich meine, am Montag war das Gespräch, heute ist Mittwoch, 2 Tage nach dem Gespräch, zack, der nächste Aufreger. Und zwar, und jetzt kommen wir auf den springenden Punkt. Real, die Marktkette Real, die zu RGT gehört, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, auf jeden Fall zu einer großen Handelskette gehört, zu der auch Netto und so weiter gehören oder halt auch viele andere Märkte, ist eine große Handelskette, hat Milram-Produkte oder den Verkauf von Milram-Produkten eingestellt. Milram ist eine Marke, eine der Verkaufsmarken von DMK, vom Deutschen Milchkontor, ist eine eingetragene Genossenschaft. Wer nicht weiß, was eine Genossenschaft ist, eine Genossenschaft ist ein Zusammenschluss von vielen Parteien, von vielen, die dann daraus eine Firma gründen. Und beim DMK, also beim Deutschen Milchkontor, ist es so, das ist ein Zusammenschluss aus über 6.000 Bauern, die sich da zusammengeschlossen haben in der Genossenschaft. Da wird dann meistens ein Geschäftsführer eingesetzt, der sich um alle Geschäfte kümmert, und so läuft das halt bei DMK. DMK, ich will DMK jetzt nicht zu hoch loben. DMK ist auch nicht unbedingt berühmt dafür, jetzt Spitzenpreise zu bezahlen an ihre Landwirte, an ihre Erzeuger. Aber das steht ja auf einem anderen Blatt. Auf jeden Fall hat DMK angekündigt, dass sie die Preise erhöhen werden für ihre Produkte. Für Milch, Joghurt, Käse, was sie halt so alles produzieren. Sie werden die Preise erhöhen, um einfach die Landwirte zu unterstützen und fairere Erzeugerpreise zu garantieren. DMK hat im November letzten Jahres ca. 31 Cent ausgezahlt. Für alles, was ich hier im Video sage, Quellen und so weiter, findet ihr unten in der Infobox, wo ich meine Informationen her habe. Aber mein Stand ist, ca. 32 Cent hat DMK ausgezahlt im November 2019. Aktuellere Zahlen liegen mir jetzt leider auch nicht vor. So, jetzt nur mal angenommen, Milram erhöht den Preis für den Liter Milch um 10 oder 15 Cent. Davon werden keine 10 oder 15 Cent beim Bauern ankommen, weil die haben auch noch Produktionskosten etc. etc. Dann, da versickert immer ein Teil einfach auch in diesem ganzen Verwaltungs- und Bürokratie-Kram. Aber angenommen, der Liter Milch kostet jetzt 15 Cent mehr im Laden für den Verbraucher. Davon gehen dann circa, wie gesagt, sagen wir mal 60%, also 66% gehen davon weg für bürokratischen Aufwand und so weiter. Die versickern einfach im Bürokratiewahnsinn. Dann bleiben immer noch 5 Cent über,
die letztendlich bei den Landwirten landen. Und ihr könnt jeden Landwirt fragen, der wäre so froh, wenn anstatt 37 Cent, anstatt 32 Cent plötzlich 37 Cent für den Liter Milch bekommen würde. Das sind Spitzen, sind teilweise schon Spitzenpreise. So, das heißt, diese 5 Cent sind ein großer Schritt. Ja, und das hätte, der Liter Milch hätte im Laden einfach nur 15, vielleicht 20 Cent mehr gekostet, ja, um den Bauern einen faireren Preis zu zahlen. Und daraufhin hat Real einfach den Verkauf von Milram-Produkten eingestellt, weil, ich blende euch das Bild nochmal ein, dieses Plakat stand wirklich in einem Realmarkt, wenn ich das richtig weiß, in Schleswig-Holstein. Leute, lest selbst. Liebe Kunden, der Lieferant DMK, Deutsches Milchkontor, hat für seine Produkte, unter anderem der Marke Milram, eine massive Preiserhöhung gefordert, die wir so nicht akzeptieren können, da wir diese an Sie als Kunde weitergeben müssten. Daher führen wir diese Produkte derzeit nicht im Sortiment. Danke für Ihr Verständnis. Und ich dachte mir nur so, meinen die das wirklich ernst? Ist das deren verdammter Ernst? Also, Merkel, unsere Bundeskanzlerin, hat ein Gespräch mit dem Lebensmitteleinzelhandel und sagt, wir müssen weg von Dumpingpreisen. Wir müssen weg davon, die Lebensmittel in den Supermärkten zu verschleudern. Für günstigste Preise. Und das war vor 2 Tagen. Und heute stellt sich Real hin und sagt, ja nee, das, wenn der teurer wird, dann können wir das nicht mehr verkaufen. Und das beweist mir wieder mal so gut, wer eigentlich die wirkliche Macht hat. Es wird immer gesagt, es liegt am Verbraucher, der Verbraucher muss anders einkaufen. Es wird immer gesagt, der Verbraucher hat Einfluss darauf, ja, was die Bauern bekommen, wie viel die Bauern verdienen. Das zeigt mir, eigentlich ist das vollkommener Blödsinn. Wenn sich eine Marke, ja, oder ein Großhandel, Milram ist ja wirklich eine ganz, ganz große Molkerei, gehört zu den größten Molkereien Europas. Ja, wenn sich eine solche Firma hinstellt und dann dafür sorgen möchte, ihren Bauern, ihren Zulieferern einen besseren Preis zahlen zu können, ja, und sagt, wir müssen dann halt die Preise erhöhen, dann fliegen die einfach bei den Supermärkten aus dem Sortiment. Zack, rausgekegelt. Ja, so einfach funktioniert das. Und das beweist mir doch nur, also der Kunde hätte ja die Chance, mehr auszugeben und den Landwirt damit zu unterstützen. Wenn Milram das gut kommuniziert und sagt, hier, lieber Verbraucher, pass auf, wenn du unser Produkt kaufst, unterstützt du faire Preise für die Bauern. Dann haben die Kunden ja die Chance, das zu kaufen. Und was macht der Lebensmitteleinzelhandel, in diesem Fall die Firma Real? Ja, die geht einfach her, nein, wollen wir nicht. Wollen wir nicht, weg, raus aus dem Sortiment. Ja, das heißt, der Verbraucher bekommt noch nicht mal die Chance, überhaupt mehr für Lebensmittel zu bezahlen. Der bekommt nicht die Chance, den Bauern zu unterstützen. Wo kommen wir denn da hin? Und der Lebensmitteleinzelhandel steht da und denkt sich, ja, wo kommen wir denn da hin, wenn der Verbraucher bestimmt, was er kauft? Nein, 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 nein. Das übernehmen schön wir. Wir geben vor, was er kauft und wie er kauft und zu welchem Preis. Leute, ganz im Ernst, mir fehlen die Worte dafür. Mir fehlen einfach die Worte dafür. Das ist ein Aufreger hoch 10 und ich bin gespannt, wie es damit weitergeht. Also wir hatten jetzt schon einen Skandal mit Edeka, wir hatten jetzt schon einen Skandal mit Real. Wer kommt als Nächster? Es gibt, ist ja nicht so, dass es noch mehr Lebensmittelmärkte geben würde. Aber welcher von denen kommt als Nächster? Ruft noch jemand von denen nach dem Skandal? Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, dass da jetzt möglichst bald etwas passiert. Denn es kann so nicht weitergehen. Es kann und darf so nicht weitergehen. Ja? Und hier, das ist ein Punkt, an dem mittlerweile wirklich die Politik und in dem Fall vielleicht sogar das Kartellamt, ja, einschreiten müssen und was unternehmen müssen, weil das kann so definitiv nicht sein. Das ist marktwidrig. Das ist definitiv marktwidrig, das widerspricht jeglicher Marktwirtschaft. Und mit diesem Aufreger bin ich raus für heute. Falls ihr derselben Meinung seid, lasst einen Daumen hoch da. Teilt dieses Video auf jeden Fall. Teilt dieses Video. Ich möchte, dass dieses Video so viele Menschen sehen wie möglich. Ich bin raus. Ciao.